Halt, 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 hier. Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Wir wollen noch mal ein, zwei Sachen durchsprechen, weil in den letzten zwei Videos gab es ein paar Fragen. Fragen sind immer gut. Fragen will ich beantworten. So sieht eine richtige Winkerkelle aus einer Feuerwehr. Keine grüne Seite, nur rot. Warum wir das nur rot haben, wiederhole ich nicht zum 10. Mal. Gut. Ich möchte auf ein paar Möglichkeiten eingehen, um den Straßenverkehr etwas sicherer zu machen an der Einsatzstelle. Ne? Der Hinweis, im Zweifelsfall sperrt immer die Straße komplett. Macht ordentlich Licht an, am Fahrzeug habt ihr eh Warnblink an, Blaulicht an, Motor läuft, Licht an. Was weiß ich. So, wenn an der Einsatzstelle irgendwas rumsteht, was vielleicht auf dem Straßenverkehr stören könnte, sichert es ab, kennzeichnet es. Okay? Wir gehen jetzt mal so ein paar Möglichkeiten durch und es wird jetzt gerade ein bisschen dämmerig und deshalb versuchen wir mal, hoffentlich erkennt ihr es gut, was man in der Dunkelheit macht. Natürlich hat man richtige straßenverkehrstaugliche nach STVO-Reflektorkleidung, wie die nicht ist. Du kannst mit der Kamera wieder hochkommen. Abends empfiehlt es sich auch mal, das Licht anzuschalten, ne? Erkennt ihr das? So, das heißt nämlich halt. Gut, was haben wir noch? Die drei Hütchen kommen wir gleich zu den Faltkegeln. Diese Lampen, wir haben zum Beispiel diese Lampen hier an Bord. Einmal diese für die Verkehrssicherung, hier diese. Diesen Drehschalter habe ich euch schon gezeigt. Zwei Stellungen und mit dem Blinken, okay? So. Die hier hat ein Dauerlicht, kann man immer so durchtippen bei uns. So. Okay, und da kann man jetzt die dazu nutzen, entweder, die hat auch einen Blinkmodus, entweder, und dafür steht hier wunderbar das Schaumittelkanister, kann man auf der Rückseite den anleuchten. Seht ihr das vorne, den Effekt, dass man das abends sieht? Okay, das ist eine Möglichkeit, auch ne, wenn man nichts hat, also ich sag mal, das ist ja wie mit unserem TSF, man wird kreativ, ne? Wenn was passiert natürlich mit der Lösung, wenn ein Autofahrer sagt, das war ja total schlecht, ist irgendwo reingefahren, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber zum Unterstützen auf alle Fälle. Es ersetzt hier kein Warndreieck, okay? Warndreiecke, ich habe es euch nochmal hingestellt, die brauchen wir immer. Das natürlich von der Fläche her, der nicht so ist, und ich habe auch schon im Einsatz erlebt, auf einmal macht es dann so, dann steht das Ding dann wie so, ne? Ist schlecht. Ist auch nicht das kostspieligste. So was Richtiges, so ein Faltdreieck, ist natürlich was anderes. Ne? Und was können wir damit machen? Wir können natürlich auch verstärken mit Licht. Ne? Wir können, und ich komme gleich wieder, wir können das hier natürlich auch ein bisschen dunkelheitstauglicher machen, obwohl das Reflektorflächen hat. Ne? Und das ist auch hier nach EN, also das sieht man richtig, wenn er mal richtig näher rankommt, kommen wir bitte ran, sieht man hier, dass die Reflektorfläche ist hier so. Ne? Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Aber man kann das auch noch verstärken, okay? Zeige ich euch. Im Straßenverkehr haben wir meist orange. Und dann hat man auch meistens so andere Aufsätze vorne, andere Scheiben. Das heißt, wir können das hier einfach abziehen. Die andere rauf. Wirkt jetzt vielleicht im Halbdunkel nicht, ist aber ziemlich klar sichtbar. Und das kann man auch hochstellen und hier irgendwie vorstellen oder so, ne? Da stehe ich genau in der Kuhle, so. Kann man auch. Oder unten drunter. Ne? Könnte kreativ sein. Auch sowas, wenn man ein Blinklicht hat. Moment, richtiger Modus. Kann man auch zur Unterstützung daneben stellen. Ne? Wenn ein Auto von da kommt, von eurer Seite, ist nicht das Reflektorlicht, sondern auch die Lampe. In der Feuerwehrdienstvorschrift ist auch die Variante gelöst. Wenn ihr aber zum Beispiel das Thema habt, wie wir mit dem Schlauch über die Straße, mit den Schlauchbrücken, und ihr habt auf dem Auto nur das, würde ich nicht 100 Meter Entfernung all meine Warnungen investieren und dann nachher, wo die Schlauchbrücken sind, gar nichts mehr und da ballern sie voll rüber. Ne? Da muss man sich entscheiden, Warndreieck 100 Meter, STVO vorgeschrieben und dann bei der Straßenquerung lieber noch eine Blinkleuchte dazu. Ne? Okay? Natürlich muss man aufpassen, dass man keine Reizüberflutung macht. Das Thema hatten wir auch. Der Fahrer soll hier nicht vorkommen wie auf dem Schützenfest. Überall blinkt es und überall, ne, Töne so und so nicht. Signale darf man abends nicht, darf man nicht zur Verkehrssicherung nutzen. Blinkleuchten ja.
Aber übertreibt es bitte nicht. Ne? Also meine letzte Straßenüberquerung war auch schon so, wo ich sage, das ist dann aber auch genug, ne, mit Licht. Ich werde jetzt mal ein bisschen was euch zeigen, was man machen kann. Und schaut einfach mal zu, was ihr dazu meint. Okay, das sind nämlich wieder meine Lieblingsblinkleuchten. Die hier. Ihr erinnert euch? Die kennt ihr noch, ne? Das ist immer unser Modus, dieses Blitzlicht, ne? Wenn ihr die nicht kennt, es gibt im Verkehrssicherungsvideo Teil 1, da sind die nochmal beschrieben. Hier gibt es verschiedene Modus, die kann man durchklicken. Geht etwas schwer zu drücken, ich ziehe meinen Handschuh aus. So, dann drücke ich jetzt mal Modus hier durch. Wenn man davon einen hat, dann geht das noch, ne? Ich zeige euch mal kurz, was man am Auto das einfach auch anheften kann. Ne? Wenn man zum Beispiel ein verunfalltes Auto im Graben halt hängt und guckt aus dem Graben irgendwie so halb raus, dann kann man das auch irgendwie hinten draufsetzen, ne? Oder ein Dauerlicht. Nur, dass man es vielleicht sieht, wenn da keine Reflektoren dran sind, ne? So, und dieses Dauerlicht finde ich zum Beispiel toll. Das kann man nämlich wunderbar hierfür nutzen, ne? Hier hinter oder hier drunter. Nachts wunderbarer Effekt, ne? Das werdet ihr sehen. Ne? Also man muss nicht immer alles blinken oder kreisrund und was weiß ich. Ne? Oder so kleine, ne? Manchmal reicht das auch. Einfach nur zur Verstärkung, einfach mit dazulegen. Ne? Wenn man das jetzt nicht hat. So eine Kleinigkeit, das reicht manchmal schon. Ne? Ich möchte nur nicht, dass das falsch versteht von, ihr müsst es nicht genauso haben. Aber ich finde das schon nicht schlecht, wenn man das hat. Also ich finde so die kleinen Lampen bin ich zum Beispiel ein absoluter Fan von, weil man die einfach total vielseitig einsetzen kann. Ne? Also ich habe auch sowas, kann ich auch verraten, privat im Auto. Zwar nur zwei Stück, aber finde ich total sinnvoll. So, genauso diese Faltkegel. Die haben schon tierisch Reflektorfläche, ne? Aber die haben auch zwei Modus. Man will immer sagen Modi, ne? Einmal ist das Dauerlicht. Das erkennt man etwas schlecht, gerade weil es noch nicht richtig dunkel ist. Wenn man zweimal drückt, oh, das war dreimal. Na, zwei, nee, eins, zwei. So. Kann man das schon erkennen? Dafür ist es jetzt leider noch zu hell, ne? Aber es gibt halt verschiedene Modus. Wenn ihr mal oben reinguckt, seht ihr das? Schaut mal hier oben rein. Dann seht ihr die Lampen einmal um Dauerleuchten. In der Mitte gar nichts, da habe ich nur aus, ist klar. Und der äußere blinkt. Ne? Wie gesagt, passt auf, macht hier keine Reizüberflutung. Der Autofahrer soll schon wissen, worum es bei der Straßensperre geht. Und es ist klar, ihr müsst einmal auf alle Fälle das Fahrzeug vorwarnen. Er muss die Chance haben, Geschwindigkeit zu verlieren. Und ihr wisst selber, nicht immer fahren die Leute Strich Höchstgeschwindigkeit, ne? Die anderen. Gibt ihnen die Chance, das Handy wegzulegen, langsam zu fahren und dass euch nichts passiert. Also den Warnpunkt mit Warndreiecken richtig einleiten, die Warnung. Und dann von mir aus die Straße sperren und kennzeichnen, was ihr wollt. Okay? Super. Wir werden noch mal ein anderes Absperrbeispiel machen. Wir werden bald ein Video machen noch mit einem Verkehrsunfall. So kleine Grundtätigkeiten bei einem VU. Eine technische Hilfeleistung. Und da hoffe ich, dass ich das noch mal schön zeigen kann von der Witterung, was wir genau damit meinen. Keine Reizüberflutung, sicher absperren, genug Abstand lassen. Aber ich denke, das kriegt ihr alles hin. Ne? Nur noch mal zur Ergänzung. Ja, danke für die Kommentare von dem letzten Video. Und ich denke mal, dabei bleibt es auch. Und nutzt es bitte sinnvoll. Bis dann, euer Feuerwilli. Macht's gut. Oh.